Es wäre vermessen, wenn sich die Pharmazeuten zurücklehnen und wartet, bis diese ganze Track-and-Trace-Lösungen gefordert werden endgültig. Es wird nicht passieren, dass dieser Kelch in Ihnen vorübergeht. Sie müssen, wenn dann jetzt anfangen, aktiv zu werden. Schaut man sich eine komplexe Projektverlaufsphase an, sind da wenigstens 12 bis 18 oder mehr Monate, die da ins Land fließen, bis so ein Projekt endlich am Laufen ist. Wenn man so ein Projekt startet, muss man natürlich auch die richtige Fakultäten mit an den Tisch holen. Es geht nicht nur um die Produktion, die da irgendetwas mit Drucken und Gucken macht. Man muss darüber hinausgehen, man muss die IT, die Packmittelwesen und so weiter alle an den Tisch bringen, damit es ein gemeinschaftliches Projekt wird. Man darf das ganze Thema Track and Trace nicht nur verteufeln, sondern man muss auch seinen Nutzer daraus ziehen. Für uns als Maschinenbauer ist es wichtig, dass wir unsere Maschinen für die Zukunft so vorrichten, dass die Track und Trace fähig sind. Und man kann dann auch dieses Track and Trace vielleicht indirekt nutzen, um weitere Synergieeffekte im Sinne von der OEE, Overall Equipment Effectiveness, zu generieren. Seite als GS1 Germany ist es für uns sehr, sehr wichtig, hier an der Stelle Unterstützung für die Unternehmen zu bieten und klar zu zeigen, in welche Richtung es dann geht. Unsere Erfahrungen im Austausch auch mit den verschiedensten Unternehmen und Lösungsanbietern zeigen, dass so ein Projekt, wenn es um die Serialisierung von Arzneimitteln geht, sprich wenn jede einzelne Arzneimittelpackung eindeutig zu identifizieren ist, dass das ein sehr zeitintensiver und auf der einen Seite natürlich auch aufwendiger Prozess ist, der sich in jedem Falle lohnt. Das bedeutet für die Industrie, man sollte sich heute schon Gedanken darüber machen und auch in die Umsetzung gehen und Strategien entwickeln, wie man den gesetzlichen Anforderungen begegnet. Aus unserer Sicht ist es sehr wichtig, sich hier natürlich zu orientieren. Wir stehen dafür, dass wir weltweit eine Harmonisierung von Identifikationssystemen und Standards anbieten. Die GS1-Standards werden in vielen Ländern bereits zur Identifikation und Kennzeichnung gefordert. Und wir arbeiten natürlich zusammen, jeweils auch mit regulatorischen Behörden und mit Ihnen als Unternehmen, um diese Dinge weiter voranzutreiben. 2014 werden die delegierten Rechtsakte in Europa die EU-Direktive weiter ausformulieren. Und hier werden wir noch weitere Erkenntnisse bekommen, was zukünftig, nämlich ab 2016, und wenn Sie sehen, wir sind jetzt in 2013, da sind dann in Anführungsstrichen nur noch 3 Jahre, um Ihre Verpackungslinien umzurüsten, um möglicherweise Ihre Datenbanksysteme aufzurüsten. Und hierbei braucht man natürlich ein entsprechend gutes Projektmanagement, das auch Zeit erfordert. An der Stelle also unser Appell, machen Sie sich jetzt Gedanken, wie Sie in die Umsetzung gehen und packen Sie es an. Serialisierungsprojekte sind komplex. Sie werden in pharmazeutischen Firmen kaum ein Projekt finden, was ähnlich komplex ist, außer vielleicht die Einführung eines ERP-Systems. Deshalb planen Sie Ihr Projektteam von vornherein groß genug und haben alle notwendigen Ressourcen an Bord. Suchen Sie sich Unterstützung, so wie das auch große Pharmafirmen tun. Sie profitieren damit vom Erfahrungsschatz der Dienstleister, die diese in den vergangenen 4 bis 5 Jahren bereits gesammelt haben. Aber genauer, wann das passieren soll, wer das machen soll. Starten Sie jetzt, denn die verfügbaren Ressourcen im Markt sind knapp. Wir sprechen immerhin von ca. 2.500 pharmazeutischen Herstellern und 5.000 Verpackungslinien in Europa, die in den nächsten Jahren für die Anforderungen der EU-Fälschungsrichtlinie umgerüstet werden müssen. Die Engpässe im Markt können Sie schon heute beobachten.